trifft alt auf neu oder auf jung. Eine alte Scheune in Teningen-Nimburg mit modernem Anbau. Rechts wohnen die Alten, links die Jungen. Zusammen sind sie Mama Eva, Papa Till, Henry, Linnea und Oma Jobst und Opa Maxi. Herzlich willkommen. Hallo. Kommt rein. Kommt rein in unsere Scheune. Die Idee war von Anfang an da, aus der Scheune ein Mehrgenerationenhaus zu machen. Die ehemalige Traktoreinfahrt ist jetzt der Eingang. Jetzt kommen wir in die Juniorwohnung. Junior sind wir, auch wenn wir uns manchmal nicht mehr so Junior fühlen. Aber wenn wir nicht mehr so jung aussehen. Also hier können wir gerade durchgehen. Hier ist die alte Außenmauer der Scheune. Das ist jetzt schon der Anbau. Und hier gehen wir in unsere Küche und in unseren Essbereich. Genau, hier haben wir unseren Blick in den Garten und die Terrasse, die es noch nicht gibt, aber das ist alles noch am Werden. Also die Wand hier, das war eigentlich die ursprüngliche Außenwand, die uns auch so am Anfang begeistert hat, obwohl sie noch sehr dreckig war und bewuchert mit Efeu. Und irgendwie hat uns die aber so in den Bann gezogen und wir haben da viel Arbeit dran verwendet, die auch wieder schön zu bekommen. Neu verfugt und das meistens irgendwie bei Eiseskälte draußen. Wir haben so darauf hingefiebert, hier endlich einziehen zu dürfen, auch wenn noch nicht alles fertig ist. Einfach, weil man schon so viel reingesteckt hat und auch dran hängt. Und ja. Seit einem knappen halben Jahr wohnen die drei Generationen nun zusammen. Gemeinsam essen, spielen, sich gegenseitig helfen. Klar, es gibt zwei voneinander getrennte Wohnungen. Das war allen wichtig. So können sie sich auch mal aus dem Weg gehen und das Beisammensein wieder genießen. Diese Nähe und auch zu spüren, wie die Kinder so immer hin und her kommen, wann ihnen nach uns gelüstet oder nach den Eltern gelüstet, das können sie jederzeit ausleben. Das ist einfach so toll. Das ist eine unglaubliche Entlastung, macht unglaublich Spaß. Das ist so problemlos, ohne Planung, ohne Anrufen und Organisation drumherum, einfach die Eltern nebenbei zu haben. Opi. Danke dir. Exo. Mit dem Aufzug kommt Maxi Böttcher problemlos ins Dachgeschoss. Die Seniorenwohnung ist vollständig barrierefrei. Das erleichtert der 68-Jährigen den Alltag. Der Umzug aus ihrer Heimat Hessen ist kein halbes Jahr her. Trotzdem sind die beiden pensionierten Lehrer hier angekommen. Aber das ursprüngliche Gebälk ist alles erhalten geblieben. Wir finden es fantastisch, auch das Aufwachen allein ist. Die Augen aufschlagen und dann da reingucken, das ist unglaublich. Also für uns, so schön sind wir noch nie aufgewacht. Noch vor 2 Jahren bedurfte es viel Fantasie, sich die Scheune im jetzigen Zustand vorzustellen. Denn das wohl in den 1920er Jahren erbaute Gebäude war teilweise eine Ruine. Es war beklemmend. Es war beklemmend und wir haben einen Schreck bekommen. Wir haben gesagt, also da muss wirklich jemand gut arbeiten, einen guten Architekt müssen wir haben, um daraus was zu machen. War total dreckig und dunkel, düster. Und das wurde aber im Laufe des Jahres dann so richtig schön. Moderner Anbau mit viel Glas ergänzt altes Gebälk und Bruch- und Backstein. Auf insgesamt rund 300 Quadratmetern. Auch Linnea 2 und Henry 5 fühlen sich heimisch. Das Highlight für die Kinder, das Fenster im Boden ganz oben, durch das Tageslicht in den sonst dunklen Flur dringt. Noch vor einigen Jahren konnte sich Eva Böttcher nicht vorstellen, in ihr Heimatdorf Nimburg zurückzukehren. Nun will sie nicht mehr weg von hier. Das ist das, was wir uns gewünscht haben und wir haben es gefunden und das ist einfach jetzt unser Traum und ich möchte hier gern alt werden, also das wäre das Ziel. Gemeinsam die Kinder und Enkelkinder aufwachsen sehen, das Ältersein und Werden genießen, das kann Familie Böttcher hier in ihrer alten neuen Scheune.